Und immer dieses Blau vor Augen, dieses blaue Schaf, das mir zu mir spricht. Es war wirklich blau. Blau wie diese Tischdecke, wie dieses Sofa, wie diese Bilder. Dieses Blau war. Wie dieses Blau, wie diese wunderschöne Kette. Sie trug ich von Anfang an. Sie war immer bei mir, deswegen trage ich sie. Da war eine Frau im Café. Sie hat Blaubeertee getrunken. Ich habe mit ihr geredet und dann gesprochen und wir haben uns verstanden. Und dann kam sie zu mir und ja, das ist passiert. Möchten Sie noch nach Hause kommen zu mir? Ich habe einen schönen Blaubeertee. Sie würden mir einen gefallen. Okay. Vergessen Sie Ihre Jacke? Nein. Die trage ich immer bei mir. Kommen Sie. Aufs Sofa, bitte. Wieso kann ich denn nicht auf die Schuhe? Na gut, dann will ich hier mal dazu. Möchten Sie etwas trinken? Ein Blaubeertee. Ich trinke eigentlich lieber frischen Tee. Ich war im Kino. Ich glaube, es war Fluch der Karibik 3. Der saß vor mir und es war sehr spät. Und ich hatte diesen blauen Schlüsselanhänger und da kam es über mich, diese Farbe Blau, das blaue Schaf. Und dann habe ich diesen Schlüsselanhänger um den Hals gelegt und der Mann, der konnte sich nicht wehren. Und dann habe ich ihn, also, ich bin gegangen, keiner hat es gemerkt. Das war wirklich im Kino.
ich heute drüber nachdenke. Ich glaube, ich wollte mich rächen. Bei der Milka Company. Ich muss noch meinen abendlichen Frust verblassen. Verschwand eines Tages einfach. War einfach nicht da. Ich habe mich auf einmal verlassen gefühlt. Ich hatte in der Zeit keinen Freund mehr. Der einzige Freund war dieses Schaf und es war auf einmal weg. War nicht da. Eines Tages kam dann dieser Detektiv. Dass es nicht mehr da war. Aber immer wenn ich dieses Blau sehe, kommt diese Erinnerung zurück. Alles ist blau, der Himmel ist blau. Augen von Menschen sind blau. Das Wasser ist blau. Ich kann dem Blau nicht entkommen. Und ich muss mich entstellen. Aber ich habe Angst davor. Helfen Sie mir dabei.